Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, wer die astronomischen Auktionsergebnisse von Sotheby's oder Christie's sieht, der könnte denken, bei Kunst geht es immer um Millionen. Doch 80% der Künstler verdienen praktisch kein Geld, 30% der Galerien machen Verluste. Der Kunstmarkt liegt in den Händen von einigen wenigen großen Playern und die senken oder heben den Daumen. Einer der wichtigsten und bekanntesten Galeristen in Deutschland ist Johann König. Und mit ihm wollen wir heute über Kunst und den Kunstmarkt sprechen. Schön, dass er da ist. Herzlich willkommen, Johann König. Hallo. Hallo, Manuel. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich habe überlegt, was kann man mit jemandem machen, bei dem es den ganzen Tag um Kunst geht. Und ich dachte mir, Johann, ich male was für dich. So. Ich habe am Wochenende hier gesessen, kennst du wahrscheinlich von deinen Kindern, und habe für dich gemalt. Und jetzt sag mir doch mal, bin ich der nächste Gerhard Richter? Das kommt darauf an, wie du dich positionierst. Wichtig bei der Kunst ist auch Innovation. Also man muss zwar nichts erfinden, aber man sollte einen Beitrag leisten zu etwas Geschaffenem, was es quasi schon gibt, aber das weiterbringen. Und da würde ich sagen, hast du noch einen Weg vor dir. Ich habe ja ein Kunsttrauma. Ich musste im Kunstunterricht dreimal den einsamen Baum von Caspar David Friedrich tuschen, der hier in der Alten Nationalgalerie hängt. Das ist so mein Trauma. Seitdem habe ich im Prinzip nichts mehr gemalt oder gezeichnet. Was du erzählt hast mit Gerhard Richter, es gab eine interessante Ausstellung hier in der Berlinischen Galerie. Es gibt einen großartigen Galeristen, Kurator, Sammler, René Block, der hier in Berlin seine Galerie hatte. Und der hat Gerhard Richter gezeigt. Und der hatte dieses berühmte Bild Emma auf der Treppe, wo eine Frau, ein Akt, die Treppe runterläuft und das ist verwischt. Und der hat damals an den Direktor der Nationalgalerie einen sehr ausführlich handgeschriebenen Brief geschrieben und hat gesagt, das wäre wirklich ein wichtiges Bild, die Nationalgalerie solle das doch erwerben. Das hängt jetzt im Museum Ludwig, wurde dann von Peter Ludwig damals erworben und gestiftet. Ist eins der wichtigsten Bilder von Gerhard Richter überhaupt. Sorgt auch dafür, dass viele Besucherinnen und Besucher kommen. Und die Nationalgalerie hat damals zurückgeschrieben, wir kaufen keine verwischten Bilder. Also insofern ist es immer auch eine Frage, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber das ist auch mein wichtigstes Bild, muss ich mal sagen. Wahrscheinlich, weil es dein einzigstes ist. Ja, das ist so. Aber Spaß beiseite, es ist, sage ich mal, ein Symbol dafür, dass du doch als Galerist, wie ich da schon in der Anmoderation gesagt habe, den Daumen heben und senken könntest. Wenn du mich jetzt ausstellen würdest, hätte ich doch schon mal einen viel besseren Start in den Markt. Das glaube ich so nicht. Ich glaube, da wird die Macht der Galeristen und Galeristinnen überschätzt. Wir sind Verstärker und können am Markt auch für Stabilität sorgen. Aber wenn ich dich jetzt ausstellen würde, dann wäre wahrscheinlich eher die Vermutung, welche Gründe gibt es noch? Dann wird uns wahrscheinlich eine Affäre unterstellt oder ich für verrückt erklärt oder... Oder dein Talent wächst dann an den Aufgaben. Also ich könnte mich noch mal dran probieren. Also ich wollte dir jetzt nicht zu nahe treten. Ne? Also. Ja, also ich vermute, deine Kinder könnten das besser, aber es ist ein Unikat jetzt hier. Absolut. Wichtig ist, glaube ich, dass die Bild, Komposition, man fragt sich ja, warum hast du so viel Platz gelassen? Ja, das habe ich mich gar nicht so gefragt. Aber Leere ist ja oft auch eine ganz wichtige Interpretation, oder? Räume. Ja, wichtig ist immer, das einzelne Kunstwerk ist wichtig im Kontext von anderen Kunstwerken, der Künstlerin, des Künstlers und dann wiederum innerhalb der Kunstgeschichte. Also es ist gar nicht so weit weg von... Seed oder Startup Investments. Ja, also, dass man glaubt, etwas zu erkennen, was Relevanz haben kann und sich auch noch zu etwas entwickeln kann. Und auch ist es sehr ähnlich. Entweder es ist eben, entwickelt sich finanziell gar nicht oder es wird ein sehr großer bis mittelgroßer Erfolg.
Es gibt oft so drei Fragen, die ich oft höre. Ist das Kunst? Das male ich dir genau so. Und was kostet das? Mhm. Sind das so Fragen, die du auch öfter hörst? Na, ich bin groß geworden auch mit einem abstrakten Bild von Gerhard Richter, wo unsere Babysitterin immer sagte, das könne sie auch. Und das ist in dem Fall natürlich wirklich falsch, weil ein abstraktes Bild zu reproduzieren eigentlich so gut wie unmöglich ist. Und aber eine häufige Frage ist auf Kunstmessen, sind Sie der Künstler? Haben Sie das alles mit Ihren Händen selber geschaffen? Und wo ist die Toilette? Also das ist schon, am Ende ist der Kunstmarkt wie jeder andere Markt auch und folgt den Gesetzen und Regeln, wie eben jeder Markt, der Strommarkt, mit dem mussten wir uns alle jetzt irgendwie beschäftigen, folgt ja ganz anderen Logiken als der Aktienmarkt. Der Kunstmarkt ist nicht reguliert und interessanterweise ist er in Deutschland zum Beispiel sehr gefördert dadurch, dass man Kunst steuerfrei auch verkaufen kann, wenn man nicht gewerblich Kunst handelt. Also es ist am Ende eben Markt und den gilt es zu lesen, aber das ist gar nicht so schwer, wie es oft anmutet. Ja, als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass Berliner Absolventen einer Kunsthochschule im Jahr im Schnitt nur 10.000 Euro verdienen. Das ist sehr wenig und das zeigt, wie schwer das Business ist, weil es so viele Kunststudenten gibt, die alle auf den Markt kommen, Millionen weltweit jedes Jahr. Ist das ein Beruf, den du, wo du sagen würdest, mach das, wenn du das wirklich spürst? Ja, ich würde diesen Daten immer so ein bisschen misstrauen, weil die Frage ist ja 10.000 worauf? Also auf ihre Nebentätigkeiten beim Kellnern oder in der Werbeagentur oder eben auf die Kunstverkäufe. Ich glaube, es ist schon auf Kunst bezogen. Ja, aber das ist eben beim Literatur- oder Schauspielstudium auch nicht gegeben, dass es da quasi eine Jobgarantie gibt. Das gibt es ja eigentlich nirgendwo. Aber es ist auf alle Fälle so, dass das natürlich wie alle anderen kreativen Berufen auch nicht klar ist, wohin das führt. Und ich glaube, dass das aber meistens auch die besten Ergebnisse erzeugt, wenn man sehr ergebnisoffen in so ein Studium reingeht. Und es ist auch ein bisschen das Problem am Kunstbetrieb, finde ich, dass der sehr konservativ ist. Also der ist zwar progressiv in seinen Inhalten, aber konservativ in seinen Strukturen. Also es gibt eben viele Künstlerinnen und Künstler, die arbeiten als DJ und machen auch Kunst oder als in irgendwelchen anderen Bereichen. Und das sieht der Kunstbetrieb erstaunlicherweise sehr ungern, weil dann vielleicht unterstellt wird, es wird nicht mit der nötigen Energie betrieben. Also das ist schon so, dass man anders als vielleicht sogar in der Wirtschaft ist dieses Kunststudium, wenn man Künstlerin oder Künstler werden will, doch sehr wichtig. Quereinsteiger haben es oft schwerer. Also ich sag mal, ich sehe meine Chancen jetzt in einer Galerie nicht so, aber ich vermarkte mich mal total gut auf Instagram. Habe ich da bessere Chancen? Das ist auf alle Fälle ein wichtiger Kanal, aber du musst als erstes etwas schaffen, was authentisch ist und einzigartig. Und ich glaube auch, dass du es zum Beispiel mit dem nötigen Engagement möglich wäre, so wie du quasi, im Prinzip ist der Künstler ist die Entrepreneurin per se. Man geht die höchsten Risiken ein, weil man muss etwas schaffen, wo man selber dran glaubt. Und dann, wenn man das geschafft hat, muss man erst noch andere davon überzeugen, dass das was ist. Und deshalb ist das auch, das ja über 10, 20, also über Dekaden hinweg. Deshalb sind das für mich auch wirklich Inspirationsquellen und Vorbilder per se, auch jetzt erfolglose Künstlerinnen und Künstler, weil die eben einer Linie folgen und einer Idee folgen, von der sie so überzeugt sind, dass sie eben alles mögliche Prekariat und ich weiß nicht was auf sich nehmen oder Nebenjobs, aber um das eben voranzutreiben, weil
Und dann, wenn man das gefunden hat, dann muss man sich über Kommunikationswege Gedanken machen. Und die werden immer vielseitiger. Die Rolle der Galerie wird auch immer unwichtiger auf der einen und dadurch auch viel wichtiger auf der anderen Seite. Wenn wir also den traditionellen Weg der Galerie haben, gibt es ein paar Leute, Beispiel Leon Löwentraut, die wirklich voll auf Instagram setzen und eine Inszenierung erschafft haben, wo sie auch eine Nachfrage geschaffen haben. Ist das auch ein Wert in der Kunst oder ist das nur die Inszenierung? Ja, das ist interessant mit dem Leon Löwentraut, weil der, es gibt ja einen Künstler, der für ihn eine große Figur hat, Rolle gespielt hat, der so arbeitet wie er, der auf ihn quasi einen großen Einfluss hatte. Das ist irgendwie ein väterlicher Freund gewesen. Und der malt jetzt erstmal oder macht Kunst, die eindeutig als Kunst erkennbar ist oder wie Kunst aussieht. Und dann war das eigentlich, hat der Spiegel das zu verantworten, weil der erste große Presseartikel, den es gab, der war eben im Spiegel über Leon Löwentraut als irgendwie Picasso vom Niederrhein, als junger 16-Jähriger, der eben diese Bilder malt. Und von einem Journalisten, der nichts mit Kunst zu tun hatte. Und Öffentlichkeit schafft immer Werte oder immer auch eine gewisse Nachfrage. Und das wird sehr interessant sein zu beobachten in den nächsten 20, 30 Jahren, wohin sich das entwickelt, weil es kann natürlich sein, dass irgendwann auch Marktteilnehmerinnen, also zum Beispiel die Babette Albrecht, ist eine bekennende Löwentraut-Sammlerin und die ist jetzt sonst nicht so engagiert in der Kunst, aber es kann eben sein, dass über viele Teilnehmerinnen dann doch irgendwann das im sag ich mal, Establishment landet und es da zu gewissen Verschiebungen kommt. Dir wurde Kunst ja schon in die Muttermilch praktisch gelegt, beide Eltern schon immer künstlerisch aktiv, dein Papa Kaspar König, Museumsdirektor, es waren immer Künstler bei euch zu Hause, du hast schon als Junge schon Gerhard Richter und Andy Warhol praktisch auf dem Sofa gehabt. In so einer Welt aufzuwachsen, bietet wahrscheinlich auch einen ganz anderen Ansatz für Kunst dann. Ansatz für Kunst, ich weiß es nicht. Es war so, dass für mich, ich hatte einen sehr schweren Unfall, als ich klein war und habe mein Augenlicht verloren und wollte eigentlich was anderes machen, sehr viel geordneter, hatte mich für Wirtschaft und Jura interessiert an der ich war in Marburg an der Schule und da ist eben eine Universitätsstadt. Das war dann aber doch irgendwie sehr verlockend in der Kunstwelt. Das war eben sehr frei und beeindruckende irgendwie Lebensentwürfe. Und dann habe ich aber irgendwie geguckt, wie kann ich damit arbeiten? Ich wollte selber Künstler werden, habe dann aber nicht diesen Drang gehabt, das wirklich zu machen. Das ist eben, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Künstlerinnen und Künstler haben schon so einen starken Drang, dem zu folgen und müssen darüber eben auch sehr viel überwinden, in der Regel, um das dann weiter zu verfolgen. Und ich habe dann die Galerie gegründet, noch vor meinem Abitur, weil es das Einzige war, wo ich quasi unabhängig und frei agieren konnte, außer dass man eben das Geld verdienen muss. Und erst als der Druck auch entsprechend kam, hat es auch angefangen zu funktionieren. Also ich habe mich sehr schwer getan am Anfang mit dem Verkauf und wollte eigentlich gar nicht Galerist sein, sondern wollte das als Weg nutzen, um auch Ausstellungen zu machen. Aber der Hintergrund, dass mein Vater immer sehr, was auch zu viel Ärger zu Hause geführt hat, sich nicht besonders für Geld interessiert hat, war das auf alle Fälle, glaube ich, was bei meinem Bruder auch so ist, der ist auch Kunsthändler in New York, quasi zur Anti-Reaktion geführt hat, dass es wichtig ist, auch Mittel zu erwirtschaften, die einem wieder die Möglichkeit geben, neue Projekte zu machen. Du hast jetzt schon so indirekt so ein paar wichtige Punkte aus deinem Lebenslauf erwähnt. 1992 mit 11 Jahren ist dir in der Hand was explodiert und das hat eben das Augenlicht erstmal fast ganz gekostet und du hattest über 30 Operationen, kannst jetzt mit einem Auge wieder so 30-40% sehen. Bisschen weniger, ja. Bisschen weniger. Wie schwer ist das dann zu sagen, ich sehe zwar wenig, bis gar nichts, aber ich kämpfe mich jetzt dadurch und lande am Ende noch in der Kunst.
Ja, in der Kunst war ich ja schon, weil ich da ja auch schon sehr privilegiert aufgewachsen bin. Aber es war so, dass das eher von den Künstlern kam, also ganz konkret in dem Fall zum Beispiel von dem Jeppe Hein, Künstler, den ich auch immer noch vertrete. Dem habe ich das, mit dem war ich eben über diesen Kontext da in der Stille-Schule, wo mein Vater Leiter war. Der ging dann aber weg ans Museum Ludwig nach Köln und ich erzählte ihm, ich würde das gerne machen. Aber das war wie so eine unmögliche Idee und er sagte dann, doch, mach das und wenn du das machst, bin ich dein erster Künstler. Und durch diese Bestätigung von außen, es wurde dann auch immer mehr, dass eben viele Studierende da mich gefragt haben, was hältst du davon, wie soll ich das anstellen, weil ich eben dadurch, dass ich in diesem Umfeld groß geworden bin, wusste ich irgendwie, wie viel funktioniert oder bildete mir ein, es zu wissen. So kam dieser Zuspruch, erstmal, weil die auch jemanden brauchten und an einem Punkt waren, wo keiner es machen wollte. Der Kunstmarkt war auch ziemlich am Boden damals. Und dann war es eher so, dass ich Angst hatte, dass man mich nicht ernst nehmen würde, weil man denkt, wenn einer das nicht sieht, dann kann er das auch nicht richtig beurteilen. Aber die Kunst ist eben seit der Moderne auch nicht mehr so visuell geprägt, also seit Duchamp. Das war der, der das Pissoir ins Museum gestellt hat, ist die Kunst eben auch stark über einen Dialog und eine Kontextualisierung zu erschließen. Du bist dann nach Berlin gegangen, hattest noch nicht mal das Abitur praktisch in der Tasche, das war so alles so einigermaßen parallel, hast die erste Galerie gegründet mit 20.000 Euro, die du dir von deinem Onkel geliehen hast, warst am Rosa-Luxemburg-Platz und hast losgelegt und zur Eröffnung waren 30 Leute vor der Tür. Ja, und nichts verkauft. Immer wieder, ja. So fängt das an. Wie findet man dann den Prozess zu sagen, wie mache ich das besser, wie locke ich die Leute her oder wie finde ich auch inhaltlich vielleicht Kunst, die interessiert? Ja, es war eigentlich so, dass vieles lief dann tatsächlich einfach auch über den Zwang oder über den Druck, einfach irgendwann verkaufen zu müssen. Aber das waren so Schlüsselmomente. Also eigentlich war es so, dass die Galerie schon passé war, weil eben ich vollkommen unterschätzt habe, wie teuer der ganze Overhead ist. Und hatte diese Idee von dem Jeppe Hein aber noch quasi als Lieferantenkredit in Auftrag gegeben, ohne zu wissen, wie ich das bezahlen soll. Das war so eine Kugel, die durch die Galerie rollte und alles zerstörte. Eigentlich unmöglich zu verkaufen, aber das war dann das, was sich gut verkaufen ließ, weil es eben so innovativ und anders war. Aber gleichzeitig sich bezog auf Tendenzen in der Kunst, die es gab, aber eine Ergänzung dazu war. Und dann habe ich glaube, so wie das immer ist, dass man so Erfahrungen macht, sehr viele Fehler macht und dann auch manchmal glaubt, etwas ist ein Fehler und man macht es und merkt dann, ach, das funktioniert und es hat da, an dem Punkt mich quasi dann auch noch tollkühner werden lassen, weil ich gemerkt habe, Sachen, die eigentlich total, also weil mein Onkel, der sehr wichtig ist für mich, weil auch dadurch, dass er mir dieses Geld geliehen hat, hat er so einen Vertrauensvorschuss gegeben und der ist Buchhändler für Kunstbücher und der sagte immer, nicht so groß, keine Produktionskosten, möglichst einfach und ich merkte, das funktionierte aber nicht, weil vor allem kam man damit ja auch nicht, stach man nicht raus, man musste irgendwie Sachen machen, die sich absetzen. Also Marketing ist schon ein wichtiger Teil davon. Und als ich dann aber gemerkt habe, es ist irgendwie gut, auch seiner Intuition zu folgen, bin ich dem eigentlich immer weiter nachgegangen. Und dann irgendwann war es auch so, dass ich gemerkt habe, die Erfahrung quasi, die holistische, nicht nur das Sehen, sondern auch der Besuch ist wichtig. Das war dann viel später, aber so ist es dann zu St. Agnes auch gekommen. Du hast, weil du die Kugel von Jeppe Hein angesprochen hast, auch eine nach New York zu einem wichtigen Sammler-Ehepaar verkauft. Was du nicht bedacht hast, ist, dass im Kaufpreis auch noch der Transport mit drin war, der sehr teuer ist für so ein Objekt. Das heißt, du hast das Teil praktisch selber nach New York geflogen, da vom Cargo-Bereich abgeholt, durch den Zoll geschippt und dann mit dem Taxi in die Stadt gefahren. Ja, es war so, dass die
eben man lernt nie aus und das waren sehr oder sind immer noch sehr erfahrene Sammler und die haben eben gewusst, worauf sie sich da einlassen und haben das quasi zur Bedingung gemacht und mir war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar, wie teuer das alles ist und das sind hier alles so Geschichten, die ich da in dem Buch auch erzähle. Der blinde Galerist mit Daniel Schreiber zusammengeschrieben. Ja. Daniel Schreiber war übrigens der erste Gast hier im Salon Schinkelplatz, also hat auch schon auf dem Sessel gesessen. Ja, das ist ein toller, hat jetzt auch gerade ein tolles Buch neu herausgebracht. Absolut, aber das kann man alles in dem Buch von dir nachlesen. Du hattest dann die erste Galerie, so langsam fingen ein paar Verkäufer an und dann hast du gedacht, du musst expandieren und warst auf der Suche nach einer weiteren, größeren Galerie in Berlin. Richtig, ja. Und bin dann auf die Dessauer Straße gekommen. Eben dieses Expandieren ist auch so ein, im Prinzip ist der Kunstmarkt auch sehr kapitalistisch und Wachstum und Expansion sind quasi die, auch wenn er gerne so tut, als wäre es nicht so, sind eigentlich so die Kern, ist die DNA des Marktes, des Kunstmarktes auch. Also mit mehr Platz und mit mehr Mitarbeitern verkaufst du mehr Kunst? Ja, eher ist es so, das Wachstum, also größere Räume, größere Produktionsbudgets ist so ein einfach so ein immanentes Thema, was mich irgendwie, im Moment sind wir eigentlich gerade eher am Gucken, was gibt es noch für Erfahrungsräume. Deshalb haben wir jetzt noch eine dritte Galerie in Berlin aufgemacht, die quasi auch Wachstum darstellen, aber vielleicht nicht in den klassischen Trampelpfaden, die immer so bearbeitet werden. Du hattest dann in der neuen Galerie, die du ab 2006 so ungefähr hattest, dann relativ viele bekannte Namen auch, Katharina Grosse, Alicia Quade, Jorinde Vogt. Das waren alles wirklich sehr bekannte Künstlerinnen, mit denen du dann gearbeitet hast. Hast verkauft zum Beispiel an Julia Stoschek und sehr bekannte Sammler. Wie baut man dieses Netzwerk auf? Zum einen, dass man die Künstler dann findet und zum anderen, dass man auch die Sammler als Abnehmer findet. Das eine bedingt das andere, aber es ist auch so, retrospektiv wirkt es natürlich so. Zum Teil waren die jetzt auch noch nicht so bekannt. Ne? Also die Alicia Quade zum Beispiel, die habe ich als Studentin von der UdK. Also da habe ich dann Rundgänge angeguckt und dann hat sie mich angesprochen. Aber das eine bedingt eigentlich, und das war interessant, damals war es zum Beispiel so, da habe ich sie in einer Gruppenausstellung gezeigt und dann wollte der Christian Borros, der hier eine große Sammlung auch hat, in so einem ehemaligen Bunker, der wollte dann aber wissen, bevor er kauft, ob ich sie denn dann auch vertreten würde. Also der Sammler war quasi schon da, aber die Größe des Umsatzes hing davon ab, zu wissen, ob es denn eine Nachsorge gibt oder nicht. Das hat sich aber alles auch sehr verändert. Also das ist mittlerweile damals gab es ja auch, das muss man sich mal vorstellen, da gab es ja noch kein Social Media. Das hat sich schon stark verändert, weil an sich bringen Künstlerinnen und Künstler ein Netzwerk mit und die Galerie bringt auch ein Netzwerk mit. Also das ist sozusagen die Bestandssammler, im weitesten Sinne beschäftigen sich mit Neuzugängen, aber die Künstlerinnen und Künstler haben meistens auch schon Leute, die sie irgendwie begleiten. Ne? Und heutzutage noch viel, viel schneller und früher. Weil du das sagst, Alicia Quade auf dem Rundgang an der UdK gefunden. Ich gehe auch sehr gerne auf diese Rundgänge. Und man sieht natürlich wahnsinnig viele Künstler, die da ihre Kunststudenten, die ihre Werke zeigen. Aber ich finde das immer sehr spannend und ich finde, man hat auch jedes Mal so ein paar Highlights und ich behalte die sehr gerne bei Instagram dann im Auge. Genau. Das ist eben, und so kommen dann ja die, wie bei dir jetzt auch, wenn du denen folgst, und die machen dann irgendwo eine Ausstellung, kriegst du es auch wieder mit und so kommen sozusagen die Kundenstämme zusammen. Ist das auch heute so ein Weg? Natürlich gibt es die schon sehr etablierten Künstler, aber um die neuen zu finden, dass du bei Instagram auch viel guckst? Ja, viel. Doch. Instagram ist ein wichtiger Ort, Gruppenausstellungen, Rundgänge. Aber das Beste sind eigentlich immer die Empfehlungen von anderen Künstlern.
weil die in der Szene sind, ein Auge haben und sehen, wer da kommt. Viele sind Professoren, also die fangen ja dann an, irgendwann auch zu unterrichten und kriegen darüber dann, ganz oft sind das aber, glaube ich, auch die Persönlichkeiten. Also dass die Kunstlehrenden einen Eindruck bekommen, was für eine Persönlichkeit das ist, und von der beeindruckt sind in der Kombination, das ist wieder wie beim Venture Capital, ist es sozusagen, das eine ist die Idee, aber das andere ist eben auch der Gründer oder die Gründerin. Mit was für einer Überzeugung sind die dabei? Bei einem Start-up sagt man so roundabout, 10% der Start-ups schaffen es, ein Geschäftsmodell zu kreieren, was dann am Ende auch stabil ist und Gewinne bringt. Ich würde denken, bei Künstlern sind es wahrscheinlich weniger als 10%. Ja, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich 10% von denen, die überhaupt in den Kunstmarkt reinkommen. Ja, also nicht 10% der Absolventinnen, weil es sind auch nicht nur die Absolventinnen im kommen in den Kunstmarkt, aber ich würde denken, 10% von denen, die in den Kunstmarkt reinkommen, haben auch auf unterschiedlichen Niveaus Bestand im Kunstmarkt. Du hast 2015 dann den nächsten Standort eröffnet, nämlich St. Agnes, du hast es schon gesagt, ist eine riesige Kirche, ein Kirchenschiff, 40 Meter lang, 20 Meter hoch. Und es sollte mal ein Jahr Umbauzeit dauern und 2 Millionen kosten. Am Ende hat es 3 Jahre gedauert und 5 Millionen gekostet. Es klingt so ein bisschen wie BER oder Hauptbahnhof in Stuttgart. Also man hat eine lange Laufzeit und es kostet einfach immer mehr. Ach, ich glaube, wenn es wahrscheinlich die öffentliche Hand gewesen wäre, wären es eher 50 Millionen geworden. Also wir sind schon, wir haben 2.500 Quadratmeter, sage ich mal, geschaffen oder ein bisschen mehr. Das war schon okay. Die Zeit, die es gedauert hat, war, also es war, glaube ich, ich bin zu naiv rangegangen. Bei allem eigentlich, auch damals bei der Galeriegründung. Ich hatte das mit meiner Frau zusammen schon erworben, bevor wir eigentlich eine Finanzierung hatten. Also es ist so Angst, Freiheit oder eben Leichtsinn durchzieht da auch die Karriere. Und dann war es so, dass vor allem die, aber auch rückblickend gut waren, die sehr langfristigen Abstimmungsarbeiten mit der Denkmalpflege. Also das ist eben von Werner Düttmann erbaut. Das ist ein sehr wichtiger Architekt, der Nachkriegsmoderne, der hat auch unter anderem zum Beispiel Mies van der Rohe überzeugt, die Nationalgalerie zu bauen und ist so für den Wiederaufbau von West-Berlin verantwortlich. Und es ist ein sehr bedeutendes Gebäude. Und diese Detailabstimmung, zum Beispiel unten die ganzen Ziegeln, die sind von den zerstörten Gebäuden aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er die ganzen Steine zusammensammeln lassen und damit die Kirche wieder aufgebaut. Und diese ganzen Abstimmungen, die zwar sehr anstrengend, aber sehr produktiv waren mit der Denkmalpflege, haben so lange und so viel Geld verbraucht. Es ist ja ein wahnsinnig imposantes Gebäude. Ich glaube, viele, die da hingehen, denken, es ist erstmal ein Museum und gucken, wo sie Eintritt bezahlen müssen. Aber es ist deine Galerie, die du für 99 Jahre jetzt gepachtet hast. Genau, das ist eben die katholische Kirche. Denkt eben in langen Zyklen und das ist Erbpacht, was auch ein Modell ist, was der Senat, finde ich, sich noch stärker zu eigen machen sollte. Und es ist eigentumsgleich und wir haben, da bin ich auch sehr meiner Frau dankbar, weil ich war so unter Druck. Ich wollte an jeden vermieten, egal, Hauptsache Mieteinnahmen, um den Kredit bedienen zu können. Und die war aber sehr vorausschauend und hat gesagt, wir müssen das so programmieren, dass das eine Nutzung ist, die auf die Galerie einzahlt und umgekehrt. Und jetzt ist mit uns auf dem Campus die New York University, also die amerikanische Uni, mit ihrer Kunstabteilung, wo eben Kunst unterrichtet wird und Architektur und Tanz, Schauspiel. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Besucherinnen und Besucher, die reinkommen, glauben, es würde Eintritt kosten. Und besonders ist eben auch, dass wir wahnsinnig viel Besuch haben. Also an so einem Samstag kommen 1.500. Ich habe schon riesige Schlangen erlebt, kommen natürlich auf die Ausstellung an. Genau. Aber bis 3 Straßenblöcke weiter, ja, wo Leute Stunden anstehen.
Und damals war eigentlich, als ich das gemacht habe mit St. Agnes oder wir uns dafür entschieden haben, war auch so ein Scheideweg. Entweder die Galerie entwickelt sich jetzt zu einer Agentur und wir stellen den Ausstellungsbetrieb sozusagen fast ein, weil ich gemerkt habe, diese Ausstellungen haben jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht. Also man machte so eine Ausstellung auch um, sage ich mal, Werke, Material zu bekommen, für das man Nachfrage hatte. Aber das ist schon ein sehr closed shop. Man macht dann so eine Ausstellung und da kommen ein paar Künstler, gucken sich das an, weil die das interessant finden für ihre eigene Arbeit. Weil es ist immer noch mal was anderes, was im Original zu sehen. Aber die meisten Sammlerinnen und Sammler, die kamen gar nicht, sondern die waren dann in New York und kauften das sozusagen vom Foto. Und ich wollte einen Raum schaffen, der wirklich einen Unterschied macht und der auch eine Breite an Öffentlichkeit erreicht, die in der Rezeption der Künstlerin und des Künstlers einen Unterschied macht. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut gelungen, weil wir eben diesen massenhaften, und das ist auch, der reißt auch nicht ab, also der ist sozusagen konstant hoch. Es gibt weltweit ungefähr 6.000 wichtige Kunstsammler, die ungefähr über 100.000 Euro im Jahr oder Dollar im Jahr für Kunst zahlen. Wie viele sind davon auch bei dir, die da mal anklopfen und mal vorbeikommen? Oh, das sind, glaube ich, viel, viel, viel mehr als 6.000, ja. Interessanterweise sind jetzt die ganz großen, bekannten Sammler, mit denen wir auch arbeiten, wie jetzt Rubels oder so, sind jetzt nicht, mit denen alleine kann man jetzt keinen Betrieb, wie wir ihn führen, finanzieren. Also, sondern das ist schon eher der Mittelstand, und auch oft die größten Sammlungen oder die sich als die größten darstellen, sind oft jetzt nicht die, die es tatsächlich sind, sondern es gibt natürlich auch viele, die da sehr private Sammler, die da eher sozusagen privat mit umgehen. Aber es ist ja ein richtiger Betrieb, wie du auch sagst, du hast 45 Mitarbeiter, Seoul ist ein Standort, hier Berlin, die Kirche ist ein Standort und jetzt kommt noch ein dritter Standort in Berlin dazu. Das ist ja ein Betrieb, der auch wirklich Einnahmen jeden Monat generieren muss, um die ganzen Gehälter zu zahlen, um die Miete oder Kredite abzuzahlen und so weiter. Das heißt, man muss natürlich sehr wirtschaftlich denken und immer wieder Geld einnehmen, um das alles am Laufen zu halten. Ja. Wie schwer ist das? Ich finde es nicht so schwer. Aber ich hatte auch nie eine Option, es nicht zu tun. Also weil ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich versucht, so einen Gründungskredit zu bekommen. Den habe ich nicht gekriegt. Und dann hatte meine damalige Freundin die geniale Idee, dass ich über die KDW-Kundenkarte zu einer Kreditkarte kommen kann, weil eine Kreditkarte habe ich nämlich auch nicht bekommen. Also es war sozusagen immer, die einzigen Kredite, die ich hatte, waren Lieferantenkredite bis zum Immobilienkredit. Also eine andere Finanzierungsform des Profitabelseins gab es nicht. Aber es ist natürlich mit wirklich harter Arbeit verbunden und Innovation und Geschick. Und es sind natürlich auch schon einige Krisen jetzt gewesen. Also gerade als ich anfing, war gerade die Dotcom der neue Markt. Da bin ich aber zum Beispiel noch ganz gut ausgestiegen. Das war auch noch ein wichtiger Baustein in der Anschubsfinanzierung. Also ich glaube, ein bisschen ein Händchen für Wirtschaften ist natürlich wichtig, aber diese Krisen waren aber auch immer gut, um zu zeigen, dass es trotzdem funktioniert, beziehungsweise dass man reagieren muss, damit es dann weiter funktioniert. Und so eine Krise war dann auch der Bau praktisch, der Umbau der Kirche, weil sie eben statt 2,5 Millionen gekostet hat. Du musstest dann auch aus deiner eigenen Sammlung Werke verkaufen. Im Buch stand, der Dispo war auch schon ausgereizt. Also es war wirklich so auf Messerschneide, um immer wieder alles am Laufen zu halten. Ja, das waren, und es war auch so natürlich, dass dann, wenn das so viel Zeit und Energie einnimmt, gehen natürlich dann auch
vernachlässigt man Beziehungen, um die man sich kümmern muss, also auch Geschäftsbeziehungen. Aber das ist der Zyklus. Also daraus entsteht ja dann immer was Neues auch. Und deshalb ist es schon sehr, bin ich eben, also das Gebäude war schon absolut wichtig und eben auch total, dass war es wichtig, da auf meine Frau zu hören, auf diesen institutionellen Mieter zu warten, weil da natürlich auch eine andere Entwicklung mit drin ist. Ne? Deine Frau hast du 2010 in Wien bei der Vienna Art Week kennengelernt und hast 2 Monate später schon einen Heiratsantrag gestellt. Ja. Das ging auch schnell. Das ging schnell, ja. Ja, weil ich wusste, wenn ich zu lange warte und die mitkriegt, mit wem sie es zu tun hat, dann überlegt sie sich's anders. Und wir arbeiten aber seitdem auch zusammen. Ich so ein bisschen eher nach außen und sie, wir sind beide Geschäftsführer, sie eher so strukturierend im Team. Wie schwer ist es da noch, das Privatleben und das Arbeitsleben auseinanderzuhalten? Ihr lebt ja auch praktisch auf dem Gelände. Ist es immer alles eins? Ja, ich glaube, dass ich habe ein Bewusstsein dadurch, dass ich eben sehr genervt war von der Kunst als Kind und glaube dadurch, das ein bisschen besser zu selektieren unseren Kindern gegenüber. Aber unsere Zeit dort kommt jetzt auch zu einem Ende und wir ziehen bringen allerdings dort auch wieder die Galerie unter, aber dann sehr privat, eher in so einem privaten Umfeld. Und das funktioniert, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ich kenne es nicht anders, aber es hat immer Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Aber nur um das klarzustellen, ihr zieht ja nicht aus der, also die Kirche bleibt. Genau, die Kirche bleibt, aber wir haben noch einen neuen Raum geschaffen, wo wir wohnen und wo aber jetzt auch quasi Private Sales, würde ich mal sagen, das ist jetzt kein öffentlicher Ausstellungsraum, aber ein sehr bedeutender historischer Ort am anderen Ende der Stadt, wo in einem privateren Umfeld, weil das war eigentlich eher das Thema, also dass dadurch, dass die St. Agnes-Kirche so ein gigantischer Publikumsmagnet ist, im Moment haben wir leider sonntags nicht mehr offen, weil wir das Personal nicht finden, was sonntags arbeiten will, aber wir haben dadurch, dass so viel Besuch da ist, wurde es irgendwann ein bisschen viel. Wobei der Architekt das sehr clever gemacht hat, weil wir wohnen, wo der Pfarrer früher gewohnt hat. Und der hat eben sehr schön gewohnt und quasi, das ist so ein blockartige Blöcke, die so ineinander greifen, eben so typisch brutalistisch. Aber dadurch, da das so stark besucht ist, haben wir es jetzt quasi umgedreht und haben jetzt noch einen Ausstellungsraum, der nicht für die Öffentlichkeit ist, sondern nur für private Kunden, weil wir den Bereich, den wir vorher für private Kunden hatten, den haben wir öffentlich gemacht, weil die Beschwerden so groß waren, dass die Besucherinnen und Besucher das Gefühl hatten, man hält ihnen etwas vor und das sei doch total gemein. Ist auch gut, weil die Kunst will ja gesehen werden. Aber weil man dich natürlich auch kennt, kann ich mir auch vorstellen, einfach mal so im Pyjama die Tageszeitung zu holen oder Brötchen zu holen und dann im Garten mal sich hinzulegen. Das ist dann natürlich nicht möglich, wenn da 1000 Besucher vorbeigehen. Ja, und der Garten ist eben dann doch zu einem Skulpturengarten geworden. Und es ist so, dass es wirklich, wie du selbst schon erlebt hast, manchmal gehen die Schlangen wirklich einmal um den Block. Und dann kann es ein bisschen anstrengend sein, wenn man da mit den Einkäufen vorbeiläuft. Absolut. Eine schwierige Zeit liegt wahrscheinlich auch das letzte Jahr hinter dir. Es gab letztes Jahr einen Zeitartikel, da haben 3 Journalistinnen einen Artikel darüber geschrieben, dass dir Frauen vorgeworfen hätten, dass du sie belästigt hättest. Das bezog sich auf das Jahr 2017 vor allen Dingen. Es gab natürlich gerichtliche Auseinandersetzungen. Viele Vorwürfe in diesem Artikel mussten wieder zurückgenommen werden. Die sind nicht mehr in dem ursprünglichen Artikel drin. Was kannst du sagen, nimmst du aus dieser Zeit mit? Es war sicherlich eine sehr schwierige Zeit für dich. Ja, absolut, ist es immer noch. Das ist ein langes Gespräch, aber also erstmal ist die Erkenntnis total interessant, wie schnell eine Vorverurteilung stattfindet.
Jetzt vorhin hier auf dem Weg hier habe ich gelesen, seitdem verfolgt man sowas natürlich dann auch noch mit höherem Interesse, dass der war mir gar nicht ein Begriff, aber der Jeremy Fragrance war irgendwie mit einem rechtspopulistischen Politiker auf dem Foto. Und daraufhin hat jetzt Sky die Sendung abgesagt. Ja, also was verrückt ist, ist diese vorhereilende, und das ist ja bei mir auch passiert, mein Buch sollte auf Koreanisch erscheinen, auf Englisch, das wurde eben alles abgesagt. Und interessant ist, je weiter weg quasi die Faktenlage ist, also in Deutschland kann man sich, oder im deutschsprachigen Raum, kann man sich relativ einfach selber ein Bild machen, und wenn man dann recherchiert, erfährt man, dass die Staatsanwaltschaft jetzt eben gegen die Autoren ermittelt und gegen die im Artikel anonymen Beschuldigerinnen, und dort überall die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen laufen, jetzt schon seit einem Jahr, gegen mich aber gar nicht ermittelt wurde. Aber das lässt sich eben in Korea nicht rausfinden, weil auch das muss man sozusagen recherchieren und in Amerika auch nicht. Und das war eben eine interessante Erkenntnis, wie irrelevant eigentlich Fakten sind. Also auch wenn das ganz explizit eben von dieser Autorin darauf angelegt war. Und das Ganze läuft ja noch. Wir reichen jetzt dieses Jahr noch Schadensersatzklage gegen die Zeit ein. Und ich hoffe auch immer noch, dass die Staatsanwaltschaft da eben noch die Erkenntnisse, da habe ich keinen Einblick. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass eben auch etwas, was ich natürlich eigentlich wusste, weil ich in dem Umfeld groß geworden bin, dass die Verbindungen zu Künstlerinnen und Künstlern oft nicht so sind, wie man glauben könnte, dass sie sind, sondern die eben sehr stark sag ich mal, unverbindlich oder die haben ihr Werk und machen dann das, was sie glauben, was für ihr Werk das Richtige ist. Das war natürlich so, dass es sehr enttäuschend war, weil es natürlich Verbindungen waren, von denen ich glaubte, dass sie sozusagen größer sind. Aber auch da ist es wie in allen Krisen und Zyklen, aus allem entsteht wieder was. Es ist sozusagen in jedem Fall eine sehr interessante Erfahrung. Du hast jetzt so ein paar Sachen angerissen. Also man fragt sich natürlich schon, gab es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da bin ich zu weit gegangen Frauen gegenüber, oder gab es das nie? Nein, das gab es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, was es gab, ist, dass ich zu weit gegangen bin, was diese ganzen eingefahrenen Regeln angeht. Und da die Trennung zwischen Primär- und Sekundärmarkt, also ich glaube, dass ich sehr viele Leute verärgert habe. Und darüber, also dass da viele Dinge zusammenkommen. Und ich zum Beispiel glaube auch nicht bewusst genug, mich da von einer Position, also von einer, irgendwie so eine Art, wie so ein politisches Lager verlassen habe, wobei ich mich da gar nicht irgendwo wiederfinde. Aber ich glaube, dass da viele Dinge zusammenkommen, die dann dazu geführt haben. Also ich denke, dass die Medienlandschaft sich auch so stark verändert hat und dass die Titel wie, also in dem Fall konkret die Zeit, auch unter einem gewissen Druck steht, da ihrer Leserschaft Sachen zu präsentieren, die dann in einem Eifer geschehen, die Grundsätze, das hat ja das, ich meine, wir haben 5 einstweilige Verfügungen gegen die Zeit erwirken müssen, die bekommt man ja nicht ohne eine Grund- und Ordnungsgeld mussten die bezahlen, und das ist jetzt alles nur im Verfügungsverfahren gewesen, und das geht jetzt ja erst richtig los. Also das ist, und das ist schon auch, glaube ich, ein Problem in unserer Gesellschaft und eben auch in dieser Mediengesellschaft, dass also ich glaube, dass ich sehr anders bin, und ich glaube, dieses nicht konformistische, exponierte,
bringt eben auch Nebenwirkungen, dass die so massiv ausfallen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich lieber nicht exponiert. Also das ist auf alle Fälle was, wo ich jetzt auch merke, wenn ich so auf meine Kinder gucke, dass ich denen raten würde, also oder auch jetzt verstehe, warum viele Kunden sich absolut fernhalten aus der Öffentlichkeit. Ich gebe mal ein anderes Beispiel aus dem entfernteren Bekanntenkreis. Gibt es eine junge Dame, die hat auch bei einer großen Galerie, nicht bei dir, gearbeitet. Und da gab es einen sehr erfolgreichen Künstler, der bei den jungen Damen, die in der Galerie waren, immer so ein bisschen touchy waren. Und sie hat dann da aufgehört, weil der Galerist sie auch praktisch nie in Schutz genommen hat, weil dieser Künstler praktisch Millionen jedes Jahr in die Kassen spült. Ist das schon ein Punkt, wo man auch als Galerist eine Verantwortung hat, seinen eigenen Mitarbeitern gegenüber und wo man im Zeitalter von MeToo wirklich ganz vorsichtig sein muss? Also man hat diese Verantwortung immer und überall. Aber ich hatte zum Beispiel hier eine sehr renommierte Künstlerin, die hat einer Mitarbeiterin, also eine Künstlerin hat einer Mitarbeiterin, dann die Eröffnung war, die saßen im Hof und irgendwann wollte die nach Hause gehen und es war irgendwie schon nachts um zwei. Und dann hat die ihr irgendwie den Mittelfinger ins Gesicht gehalten und hat gesagt, ich bin hier die Künstlerin und du nur irgendeine Galerieassistentin. Und dann habe ich der Künstlerin gesagt, du, das kannst du nicht nochmal machen, weil sonst können wir nicht mehr mit dir arbeiten. Also das hat überhaupt nichts mit, und vor allem war das auch wichtig, weil sonst hätte ich auch diese sehr wichtige Mitarbeiterin damals verloren. Und dass es einen respektablen Umgang gibt miteinander, ist über alle Geschlechtergrenzen hinweg wichtig. Es ist aber natürlich auch so, dass der Kunstbetrieb jetzt wahrscheinlich ein bisschen wilder ist als ein anderer Betrieb oder die Grenzen da irgendwie schwimmender verlaufen. Und aber eine andere Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass solche Geschichten auch alle immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Also weil da war es so, dass ganz oft dann, es macht zum Beispiel, finde ich, einen sehr großen Unterschied, ob man eben Machtmissbrauch betreibt, von jemandem, diese Geschichte zum Beispiel ist ja eindeutiger Machtmissbrauch, weil der Künstler ist in einer mächtigeren Position, weil die Mitarbeiterin hängt von ihm ab, weil die Galerie hängt von ihm ab. Ja? Und das muss man dann aber, glaube ich, schon sozusagen, wenn die Galerieassistentin jetzt in einer anderen Galerie ist und das Ganze ist sozusagen unangebrachtes Verhalten, aber kein Machtmissbrauch, ist es wieder anders zu bewerten. Also man muss, und da gibt es eben, und das ist auch, was unseren Betrieb eben so schwierig macht, es wird unheimlich viel, alle wollen dann auch bei irgendeinem Abendessen auch nochmal eine Geschichte erzählen und ich will das gar nicht jetzt diese Erfahrung absprechen, ja, aber es ist dann eben doch im Detail zu betrachten. Und ich finde Machtmissbrauch total schrecklich und habe eben dadurch, dass ich durch mein schlechtes Sehen, und das war für mich wahnsinnig schwierig, das Schwierigste sozusagen am Behindertsein war die Abhängigkeit anderer. Und wenn diese Abhängigkeit dann missbraucht wird, das ist ganz schrecklich. Und das ist auch das, was mich am Anfang zumindest am meisten mitgenommen hat, dieser Vorwurf, ich hätte das aber auch nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen hat, weil ich gedacht habe, das kann jetzt ja keiner wirklich ernst nehmen und glauben, dass das so in der Form stimmt. Vor allem, weil ich die Zeit auch vorher informiert hatte, leider geht es eben, war im Hintergrund, ging es auch um Geld und um Produktionskosten, die ich zurückhaben wollte und so. Aber das ist eben alles, hoffentlich klärt sich das alles noch. Aber an sich ist das auch zum Beispiel ein Fehler, den ich vielleicht gemacht habe. Ich hatte mich in, so wie ich halt bin, äußere ich mich eben zu allem, zu dem ich gefragt werde und hatte dann in unterschiedlichen, in der Zeit selber auch lustigerweise ein Gespräch über MeToo und wie wichtig ich das finde und dass ich das aber aus dem Kunstbetrieb so nicht kenne und auch nicht glaube, dass das ein, in der Form so vorkommt wie im Filmgeschäft. Und das kam aber, glaube ich, auch nicht so gut an, weil das sozusagen nicht mein, also das hat eben wohl einige Kolleginnen da auch geärgert, also weil das nicht mein Themenbereich ist, zu dem ich
mich äußern soll. Also wo man dann sich angegriffen fühlt, dass jemand zu etwas was sagt, was ihn nicht betrifft oder wo er sich nicht auskennen meint. Was sicherlich dann eine Folge waren, natürlich diese Reputationsschäden, die da sind, aber es sind dann auch einige Künstler weggegangen, egal aus welchen Gründen. Aber Katharina Grosse ist weg, Alicia Quade ist jetzt bei der Pace Gallery, Norbert Bisky ist weg. Das sind ja Leute, die schon Blue-Chip-Künstler praktisch waren, die viel Geld in die Kassen gespült haben. Ja, aber natürlich auch mit hohen Kosten verbunden, ne? Also wo wir sehr stark quasi auch den Markt gestützt haben, also Sachen gekauft haben, produziert haben. Aber klar, die Galerie, wir waren ja, das hat auch ungefähr die Hälfte, also zum Zeitpunkt des Erscheinens waren wir doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie siehst du das? Alicia Quade ist ja zu Pace gegangen, auch eine wichtige Mitarbeiterin von dir. Die Laura Antanasio ist jetzt zu Pace gegangen, dass so eine riesige Galerie in Berlin ein Büro eröffnet, die Mitarbeiterin dahin geht und dann auch noch eine wichtige Künstlerin dahin geht. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist sozusagen die ich hatte im Vorfeld, bevor das alles veröffentlicht war, vor dieser Zeitveröffentlichung, war ich eben in einem intensiven Austausch mit dem Mark Limscher, mit dem Galeristen, und hatte immer wieder gesagt, hier, was wäre denn mit Norbert Bisky zum Beispiel als Künstler? Ja, weil meine wichtigste Rolle war eigentlich immer, andere Galerien auch zu finden, die größer waren als wir selber, um die Künstlerinnen und Künstler weiterzubringen. Ja? Also das haben wir bei Katharina Grosse auch so gemacht. Und interessant war, dass ihn aber nur Künstlerinnen und Künstler interessiert haben, die andere Galerien in New York hatten. Also er wollte eben unbedingt mit Positionen arbeiten, am besten bei anderen großen Galerien. Und dieses Wegnehmen und quasi von hier nach da und jetzt nicht mehr, das ist eben ein gerade im amerikanischen Kunstmarkt, auch jetzt ist irgendwie Carol Bouvet von David Zwirner zu Gagosian gewechselt, das war dann irgendwie ein Riesenthema, weil er würde irgendwie die Produktionskosten nicht finanzieren oder den Sekundärmarkt nicht stützen, und das ist eben so eine ganz immanenter Punkt. Und ich versuche mich jetzt einfach auf, also das was mir noch nie so zu eigen war, weil am Ende interessiert ist das jetzt für die künstlerische Praxis eigentlich nicht so wichtig. Und aber diese Marktlogik des Wegnehmens hat natürlich auch eine Kraft, aber ich versuche mich jetzt auf einfach wie immer auf meine Arbeit zu konzentrieren. Die Zuschauer bei uns können auch Fragen stellen, und ich schaue mal in die Runde, ob es hier Fragen im Publikum gibt. Hat jemand eine Frage an Johann König? Die Hand ging hier zuerst hoch. Nehmen wir den Herrn hier vorne in der ersten Reihe. Das Mikro kommt. Hier. Ja, hallo. Edmund Hummel ist mein Name. Ich würde mich interessieren für Ihre Einschätzung, und zwar Politik und Kunst. Mein Eindruck ist, wenn ich auch dieses Jahr auf der Position war oder in den letzten Jahren, dass die deutsche Kunst oder die europäische Kunst irgendwie immer unpolitischer wird. Also gerade in diesen sehr spannenden Zeiten, wir haben Krieg und so weiter, das scheint mir, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, gar nicht mehr vorzukommen. Und gerade in der Nachkriegszeit oder auch in der DDR-Kunst kann man ja eigentlich sehen, da haben sich die Künstler damit beschäftigt, mit ihrem Alltag, mit ihrer Gegenwart. Und ist das auch Ihre Einschätzung, oder wie würden Sie das so bewerten, wenn man sagt, die Politik und ihre Spiegelung in der Kunst? Ja, das ist eben das, was ich vorhin kurz meinte. Das war eben auch interessant in diesem Zeitartikel, der eben Christian Lindner erwähnte, Matthias Döpfner und ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz auch, weil wir eben eine Galerie hatten in Wien, gemietet von jemandem, der mit dem ganz eng war. Und auf einmal dachte ich, wieso werde ich denn jetzt hier in so einer rechtskonservativen, reaktionären, was auch immer, wie libertären Ecke dargestellt, wo ich mich gar nicht
wiederfinde, weil ich war mit, keine Ahnung, Sigmar Gabriel in China und das ist eben, glaube ich, weil wenn man zum Beispiel jetzt auch an Norbert Bisky denkt, der hatte damals so einen vernichtenden Artikel im Spiegel, wo man ihm quasi Neonazi-Ästhetik vorgeworfen hat. Das hat irgendwie auch 2 Jahre gedauert, dass er sich davon erholt hat. Die Katharina Grosse hat jetzt so einen offenen Brief unterschrieben, der Israel verurteilt und den 7. Oktober und die Geisel nicht erwähnt, hat es dann wieder zurückgenommen. Das führt jetzt aber dazu, dass lauter jüdische Sammlungen die Arbeiten nicht mehr haben wollen, weil sie sagen, sie wollen das nicht mehr zu Hause haben, das würde sie Unbehagen erzeugen. Und ich glaube, dass wir in so einem, also nicht nur sie, sondern auch hier Thomas Saraceno, viele andere in Berlin lebende Künstler, und wir sind in so einer aufgehitzten Zeit angekommen, wo, glaube ich, die viele einfach versuchen, ihre politische Position für sich zu behalten, weil ihnen die Risiken zu groß sind, die in die eine oder die andere Richtung zum Ausdruck zu bringen, würde ich jetzt mal vermuten. Ich lese aus der Frage auch noch die Frage, warum malt man jetzt, sage ich mal ganz plakativ, nicht ein paar Friedenstauben? Die falsche Person, weil ich natürlich gar nicht male. Aber, Sind die Künstler heute weniger politisch, dass man das auch aufs Werk raufbringt und Dinge zeigt? Wobei natürlich das ja auch interessant ist, deshalb vielleicht auch nach Krisen, sagt man, kommt oft die Abstraktion. Ja, das war nach dem Zweiten Weltkrieg so, vielleicht ist es jetzt nach Corona so. Und natürlich ist Kunst auch eine Form von Eskapismus. Also, und ist es ja auch viel zu kurz gekommen, viele Jahre lang. Also gerade in den 90er Jahren, als ich quasi so kunstintellektuell sozialisiert wurde, musste ja alles immer irgendeinen konzeptuellen Überbau haben und eine Position vertreten. Und das ist natürlich auch nach intensiven Phasen, sehnt man sich ja auch manchmal vielleicht einfach nach. Das ist zum Beispiel, ich fand das ganz interessant bei dieser ganzen Antisemitismus-Dokumenta-Debatte. Da hat der Uri Dessau, ein israelischer Kurator, hat gesagt, er findet es viel problematischer. Da war das alles noch nicht so aufgeheizt wie jetzt, dass er findet, dass israelische oder auch jüdische Künstler überhaupt gar nicht vorkommen im Ausstellungsbetrieb, wenn sie sich nicht inhaltlich politisch positionieren. Also, dass es einen israelischen Malerin gibt, die einfach auch irgendwie schöne Bilder malt, kommt in dem Ausstellungsbetrieb nicht vor. Und das ist natürlich ein politisches Problem. Wir hatten eine weitere Frage, auch gleich hier hinter mir. Die Kamera kommt und das Mikro kommt auch. Ihre Frage? Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und Podcasterin aus dem Raum von Hamburg und ich bin begeisterte Hörerin deines Podcasts. Schon allein dieser Titel, Was mit Kunst, ist einfach genial. Ich höre ihn unter anderem so sehr gerne, weil da so viel Begeisterung für die Kunst und für den Weg der Künstlerin ist, auch für den Weg der Sammlerinnen und Sammler. Ich höre da so viel Neugierde durch, du hörst unheimlich intensiv zu und stellst Fragen, die ich mich manchmal gar nicht trauen würde zu fragen, und da ist einfach so viel Begeisterung. Und ich frage mich, wenn ich dir jetzt heute Abend zuhöre, dieses Galerie-Business, das ist ein Business, das ist einfach knallhart, wie viel Raum bleibt denn da für dich persönlich noch, für die Begeisterung für die Kunst, die ja auf alle Fälle da ist, das bin ich so sicher durchzuhören. Bleibt die nicht auf der Strecke da teilweise? Oder auch im privaten Rahmen reicht es dann irgendwie nicht manchmal? Nee, also eher ist es so, ich glaube, ich bin wirklich ein ziemlich naiver Guck in die Luft und so, was bringt mir die Welt? Und es war schon so, dass ich jetzt durch diese Zeit so ein bisschen meinen Kompass verloren habe und mich auch sehr
Also weil ich eben sage und zum Ausdruck bringe, was mir sozusagen durch den Kopf geht und wie ich denke. Und dann aber doch auch gemerkt habe, das ist eben vielleicht eigentlich nicht gut. Man hätte sozusagen sich mit denen und denen und denen und so weiter nicht verscherzen sollen und die Freundin von dem nicht kündigen, obwohl sie Fehler gemacht hat und ich weiß nicht was. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, das ist nicht richtig und dass diese Authentizität und Neugier ist eben das, was mich antreibt. Wobei auch da ist zum Beispiel, jetzt machen wir gerade diese Hödecke-Ausstellung, womit wir hier den neuen Raum eröffnen am 15. Und es ist eben interessant, dann hat der ein Bild gemalt, das heißt Wannsee. Ja? Der hat immer Berlin gemalt, wie es ihm einfach erschien. Ja? Und dann hat er den Wannsee gemalt, wie Kinder auf dem Wannsee Schlittschuh laufen. Und das Bild heißt Wannsee. Aber Wannsee ist natürlich auch die Wannsee-Konferenz und die systematische Planung der Ermordung von Juden. Und hätte ihm das bewusst sein müssen in dem Moment. Ich meine, der Wannsee heißt immer noch Wannsee. Und das sind aber natürlich alles so Sachen, da, und das ist natürlich auch problematisch zu sagen, also allein das ist ja schon gewagt, das zu thematisieren, zu sagen, spricht man jetzt sowas an oder spricht man es besser nicht an? Weil das ist ja auch das, was dann wieder Headlines produziert. Und das ist schon was, wo ich fast gesagt hätte, okay, nee, dann lieber nicht. Also dann sozusagen, weil wer nichts sagt, sagt auch nichts Falsches. Ne? Aber das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen und mache da jetzt weiter und macht es aber zum Beispiel auch, weil es mir selber was bringt. Also weil ich auch so senden und empfangen handyabhängig bin und die ganze Zeit irgendwas mache, dass ich in so einem Podcast, jetzt wie mit einer ganz tollen Künstlerin Clédia Fourniaud, mit der wir gerade eine großartige Ausstellung gemacht haben, die jetzt noch bis Ende des Jahres in St. Agnes zu sehen ist, wo ich so ein Gespräch, glaube ich, gar nicht geführt hätte, wenn es nicht im Rahmen von einem Podcast stattfinden würde. Und also mal sozusagen eine Dreiviertelstunde konzentriert sich mit jemandem zu unterhalten, im Übrigen auch immer unvorbereitet, weil ich das immer am spannendsten finde, mache ich es für mich selber auch. Weitere Fragen? Oh Gott, so viele Hände auf einmal. fangen wir hier vorne an, bitte schön, an Sie. Peter Polisch, guten Abend. Welche Auswirkungen oder besser noch, welche möglichen Gefahren siehst du durch die KI im Bereich der Kunst, zum Beispiel im Bereich der Fotokunst? Oh, Gefahren eigentlich, ich glaube, dass die Kunst da Großartiges vor sich hat, weil die, glaube ich, als allerletztes oder unmöglich eigentlich durch KI ersetzt werden kann. Wir machen demnächst hier im Telegrafenamt eine Ausstellung mit einem Maler, der mit KI arbeitet und so Bilder generiert, die er dann wiederum von anderen malen lässt. Und das sind, finde ich, spannende neue Wege, die sich da auftun. Aber ich glaube, dass gerade die Kunst, weil das ist ja das sozusagen für eine KI wahrscheinlich auch überhaupt nicht nachvollziehbare und eigentlich eben das, was uns zu Menschen macht. Und deshalb glaube ich, dass die Kunst da großartige Zeiten vor sich hat. Und die KI wird natürlich viel genutzt. Also ich weiß auch, viele, sage ich mal, klassische Malerinnen und Maler nutzen das, um zu Bildideen und so zu kommen. Aber auch das funktioniert ja nur auf dem, was ich anfangs erwähnte. Man muss ja erstmal seine eigene Sprache finden. Und wenn dann KI als Werkzeug benutzt wird, um die weiterzutreiben, denke ich, ist das total nachvollziehbar. Aber ich mache manchmal keine Sorge, dass die Kunst durch die KI abgelöst wird. Also ich kann das aber verstehen, dass Schauspieler und Drehbuchautoren und so in die Richtung gehen. Und auch das ist wiederum ein bisschen was,
am Ende geht es natürlich auch um Meinung und Haltung und so. Hier vorne war eine Frage. Einmal das Mikro wieder. Ja, hallo, ich bin Max. Wenn ich kurz darauf eingehen kann, auf die Frage mit Kunst und Politik, der Zusammenhang dazwischen. Also ich denke, dass Kunst und Politik eigentlich immer eins sind, weil, also ich bin Kunststudent und alle KünstlerInnen, die ich kenne, die studieren, sind eigentlich, also alle sind politisch, haben auch alle Meinungen natürlich. Und ich halte gar nichts davon, Werk und KünstlerInnen zu trennen, deswegen denke ich auf jeden Fall, dass es Hand in Hand geht. Aber natürlich verstehe ich das in Bezug auf, wo in einem abstrakten Bild ist jetzt irgendwie Politik. Aber ich glaube, die Frage mit den Friedenszaubern war ein bisschen provokant natürlich. Aber wenn ich darauf trotzdem eingehen kann, weil es halt einfach so total plakativ wäre, so Friedenstauben irgendwo reinzumalen, dann wäre es halt so, ja, okay, ich bin für Frieden. Dann hat man aber, also wäre es nicht für Frieden. Weil, genau, das ist, was ich meine. Hast du noch eine Frage, die du hinterher stellen willst? Nee, ich wollte nur darauf eingehen. Okay, vielen Dank. Dann links hinten in der ersten Reihe, der Herr streckt sich schon so. Ja, hallo, Frank Schmeichel, Katharina Grosse, Alicia Quade, die sind ja durch dich, Johann, auch groß geworden. Jetzt geht es ja immer weiter, hast du eben gesagt. Jetzt ist Monira Al-Qadiri gerade von der Zeitschrift Kapital zur Künstlerin der Zukunft gewählt worden in der Kategorie. Jetzt frage ich mal, welches sind die nächsten Künstler, auf die man achten kann, die man jetzt noch kaufen kann, weil sie noch bezahlbar sind? So eine Auskunft nur gegen Geld. Das ist doch wahrscheinlich eine Frage, die man immer bekommt. Oder hast du mal einen heißen Tipp, wem soll ich jetzt kaufen? Ja, das ist immer so, dass mich das total, tatsächlich bekomme ich dauernd solche Fragen, die mich maßlos überfordern. Weil ich immer gar nicht so beantworten kann und wir die Kunst auch überhaupt nicht so verkaufen. Also wir haben zwar sehr Sorgen, sind aktiv am Sekundärmarkt und kaufen Sachen zurück, die wir verkauft haben oder sorgen sozusagen dafür, dass die Preise auf einem Niveau bleiben. Das hat man jetzt auch bei vielen Künstlerinnen und Künstlern gemerkt, die dann eben von uns nicht mehr betreut wurden, dass sich das dann stark verändert hat. Ist das auch eine Manipulation des Kunstmarktes? Ja, wir halten das nicht hinterm Berg und natürlich ist es, wenn man so will, ist es eine Manipulation, aber es ist wie ein Aktienrückkaufprogramm und es ist ja nicht so, dass wir nicht bezahlen, wenn wir den Zuschlag bekommen. Ja? Also wir bieten und jemand anders bietet dann meistens mehr, manchmal nicht und wenn wir kaufen, dann kaufen wir. Und jetzt ist nur so, dass wahrscheinlich würde es auch noch mehr bringen, aber wir sind nicht mehr da, die dagegen bieten. Also jetzt natürlich bei den Positionen, mit denen wir noch arbeiten, schon. Aber das ist jetzt sozusagen eins von vielen Punkten. Aber manchmal gibt es auch Sammlerinnen und Sammler, die sich beschweren und sagen, warum hast du damals nicht darauf bestanden, dass ich das kaufe? Du hättest es mir doch... ich kaufe so viel bei dir, warum hast du mir das nicht verkauft? Und das ist immer so... wir versuchen eben Positionen zu zeigen, von denen wir glauben, dass die nachhaltig Bestand haben. Und das haben wir ja auch bewiesen. Ja? Also die gibt es ja alle noch und an anderen Orten und die machen weiter ihre, nehmen am Markt teil und haben Bestand. Und deshalb kann man nicht so richtig... ich habe überhaupt nichts gegen die, weil das große Problem ist ja, wir gehen ja sehr transparent mit Preisen um. Bei uns sind die Preise ja ausgezeichnet. Und das hat auch für viel Ärger gesorgt bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich kann total verstehen, dass man keine Lust hat, von seinem hart verdienten Geld 50.000 Euro auszugeben und nicht die Gewissheit zu haben, das Geld ist nicht weg. Ja? Also man will nicht für irgendwas so viel Geld ausgeben, wenn man am nächsten Tag in der Auktion sieht, es bringt nur 5. Und dieses Vertrauen, das kann man nur durch Transparenz herstellen und deshalb muss man auch über Geld reden und deshalb kann man aber so eine Frage, was ist jetzt der nächste richtige Kauf, nur beantworten, wenn man auch versteht, wo will sich jemand hinentwickeln, worum geht's, wie hoch ist die Risikobereitschaft und so weiter.
Mein Instagram-Kunstprofil heißt ja Kunstinvestments. Dafür werde ich oft kritisiert, gerade von Galeristen, weil sie sagen, sie können A, nie sagen, dass ein Künstler ein Investment ist, diesen Preis also hält. Und B, glaube ich, verwechseln die dann Investment mit Spekulieren. Und ich empfinde mit dem Wort Investment etwas total Positives, einen jungen Künstler zum Beispiel zu unterstützen, vielleicht etwas aufzubauen. Das ist für mich ein total positiver Begriff. Aber wenn man den ins Spekulieren ummodelt, dann ist das für mich etwas, womit ich zum Beispiel nichts zu tun habe und wofür mein Profil auch nicht steht. Empfindest du Kunstinvestments als etwas Negatives? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch dieses Absurde an dem Kunstmarkt. Weil man muss sich das ja auch mal vorstellen, wenn es keinen Sekundärmarkt gäbe, dann gäbe es auch keinen Primärmarkt. Oder nur einen, der 45 Mitarbeiter finanzieren kann. Also weil man kann nur Werte schaffen, wenn es auch danach jemanden in der Reihe gibt, der diesen Wert anerkennt und mehr bezahlt. Das heißt ja nicht, dass man das kauft, um verkaufen zu können, aber es spielt natürlich das ist ja oft eine Frage, dass die Leute sagen, ja, kann ich das denn, ab welcher Grenze muss ich eine richtige Due Diligence machen? Und die ist ja auch nicht pauschal zu beantworten, weil jemand, der mehrere hundert Millionen schwer ist, für den ist es auch okay, wenn der ein Bild kauft für 50.000 Euro und das ist nichts wert, wert im Sinne von finanziell, weil es hat für ihn ja einen Wert, sonst würde er das nicht kaufen. Aber für jemanden, der eben, für 5.000 Euro kauft, ich würde sagen, da fängt es eigentlich an. Ab dem Punkt muss man anfangen, Recherche zu machen oder lohnt es sich zu recherchieren, ob das jetzt im Verhältnis steht oder nicht. Und da haben wir uns ja auch beteiligt bei so einer App zum Beispiel, die heißt Limna. Da kann man zumindest so eine Tendenz rausbekommen. Und ich glaube, dass da viele im Kunstmarkt einen großen Fehler machen, das so intransparent zu halten, weil dadurch kommen nicht mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer rein. Und am Ende ist eben Kunstsammeln direkte Förderung, weil man unterstützt die Infrastruktur von Künstlerinnen und Künstlern, weil die müssen ja irgendjemanden haben, wo sie ausstellen, der ihre Sachen auch vermittelt. Und direkt bei den Künstlerinnen und Künstlern. Ja, also es ist, Kunstsammeln ist Kunstförderung. Wir haben eigentlich schon überzogen, aber ich schaue noch mal in die Runde. Hat noch mal jemand eine Frage? Hier vorne noch mal, sonst noch zwei Fragen und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Aber vielleicht du noch mal. Diesmal auch wirklich eine Frage. Gehst du eigentlich noch selber zu den Rundgängen oder schickst du irgendwelche Leute, die man kennen sollte? Er möchte wissen, wo er aufpassen muss. Ich gehe, wenn ich in Berlin bin, schaue ich die UdK an und auch andere Rundgänge. Und Kunsthochschule Weißensee? Wir haben zum Beispiel jetzt einen Künstler, Weißensee auch, das lag immer nur so, dass ich nicht konnte. Aber wir haben zum Beispiel meine Frau und ich haben einen Maler tatsächlich, mit dem haben wir jetzt schon zwei Ausstellungen gemacht, Alexander Wertheim beim Rundgang vor uns entdeckt. Was interessanterweise auch sehr polarisiert hat, der macht nur so Streifen auf Bildern, also so Graffiti. Wenn ich das nochmal... Ja, interessant. Also man könnte glauben, das ist eben das, was die Leute dann auch so geärgert hat, aber es ist eben doch ein Unterschied zwischen Streifen und Streifen. Absolut. Meine Streifen sind nicht so schön. Hier vorne war eine weitere Frage. Guten Abend, Emil Montag, mein Name. Wir haben ein paar Mal Marketing angesprochen, auch der Begriff Instagram fiel einige Male. Und zurzeit findet ja eine namhafte Kunstmesse in Miami statt. In dem Zusammenhang wollte ich fragen, welche Rolle spielen Kunstmessen für Sie und die Galerie sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft, gerade wo digitale Medien eine immer stärkere Rolle spielen? Ja, ist interessant. Mein Buch fängt damit an, dass ich sage, da bin ich irgendwie auf dem Weg nach Miami und beschreibe Miami und sage, das ist eben ein Ort, an dem muss man, wenn man was auf sich hält oder in dieser Liga spielen will, teilnehmen. Oder zumindest wird einem so suggeriert, dass es so ist. Ja? Und
da bin ich nicht mehr so sicher, wie sich das, ich bin sehr erstaunt, wie das zurückgekommen ist nach Corona. Also in Corona war es so, dass ja alle erstmal dachten, oh Gott, jetzt ist sozusagen aus. Und es war aber tatsächlich für die meisten so, dass sie viel profitabler waren, weil der ganze Aufwand für die Messen weg war. Und wenn man sich das jetzt auch unter ökologischen Aspekten anguckt, sind diese Messen ja vollkommen irre, weil man schickt alles nach Miami oder Hongkong, um es dann dort, man fliegt es dahin, baut Wände auf, um es dann von dort wieder in irgendein anderes Land, wahrscheinlich meistens, wo es herkommt, weil die Künstler aus Deutschland haben meistens auch einen Markt in ihrem Herkunftsland oder die Galerien, wo sie herkommen, haben den Markt im Herkunftsland. Und das ist eigentlich unter Nachhaltigkeitsaspekten, vor allem ist ja auch total interessant, die Käufer sind gar nicht da, also, sondern man macht ganz oft eine Messe nur, um ein Bild zu bekommen, was man sonst nicht bekommen würde. Und verkauft es dann an einen Sammler, eine Sammlerin, die gar nicht da ist. Und andererseits bleibt es natürlich so, deshalb gehen wir jetzt immer stärker auf Räume, also auf physische Ausstellungsräume, weil die Kunst muss erlebt werden. Ja? Also nur das Digitale wird nicht funktionieren, weil ich kann zum Beispiel nur Kunst online kaufen von Künstlerinnen und Künstlern, deren Werk ich so gut kenne, dass ich die digitale Reproduktion einordnen kann in meine physischen, visuellen, aber auch sozusagen ganzheitlichen Erfahrungen. Und deshalb ist das bei der Kunst genauso wie bei der KI, also wie bei der KI auch, die ist eben, das ist eine unersetzbare Erfahrung und deshalb wird es irgendeine Form von Messen auch immer geben. Aber ob so der richtige Weg ist, bin ich nicht sicher. In der Finanzbranche ist das ähnlich. Also die Messen haben nicht mehr ganz so viel Zulauf, aber die Kosten sind wahnsinnig hoch für die Aussteller, die dort sehr viel Geld zahlen, um eben teilnehmen zu können. Genau, weil es natürlich ein Statustransfer auch ist, ne? Und das zeigt aber auch, wie hypocrite sozusagen das auch immer also keine Szene ist sozusagen so für Nachhaltigkeit wie der Kunstbetrieb, aber verändert hat es natürlich nichts, weil nichts ist so unnachhaltig wie eine Kunstmesse. Hm. Du hast es schon gesagt, am Freitag startet ihr mit eurem neuen Raum im Telegrafenamt in Berlin, 200 Quadratmeter neue Ausstellungsfläche, das heißt, ihr habt mehr Platz nochmal, um andere, weitere Künstler zu zeigen. Ja, und vor allem ist es eben so, dass die St. Agnes ja eine richtige Destination ist, aber auch sehr dominante Räume. Und hier ist es natürlich direkt vis-à-vis der Museumsinsel auch quasi hier Teil, also es ist ein eigenständiger Raum, aber es ist eben auch in diesem Erfahrungskomplex, weil da ist ein Restaurant, ein Hotel, ein lebensverlängernder Club und genau, und jetzt uns mit der Galerie. Sind andere Sachen noch geplant? Worauf können wir uns 2024 freuen? Viel. Also da wird sehr viele sozusagen unübliche Expansionsmitteilungen geben, aber nichts, was ich jetzt schon, wo die Tinte schon trocken ist. Gut, dann sind wir gespannt und haben viel für nächstes Jahr, auf das wir uns freuen können. Dankeschön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wir sehen uns wieder im Februar mit dem nächsten Gast und das wird der Bestsellerautor Marc Friedrich sein. Er kommt mit seinem neuen Buch Die größte Revolution aller Zeiten. Was er damit meint, werden wir ihn selber fragen am 5. Februar hier im Salon Schinkelplatz. Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal.